Shannon Doherty verstarb im Alter von 53 Jahren. Ihre Beerdigung fand in der großen Trauer ihrer Fans statt. Die amerikanische Schauspielerin kämpfte 9 Jahre lang gegen den Krebs, bevor sie am 13. Juli 2024 in Malibu, Kalifornien, verstarb. Jetzt verabschieden wir uns von ihr. Shannon Doherty, geboren am 12. April 1971 in Memphis, Tennessee, ist eine US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin. Sie begann ihre Karriere als Kind und ist bekannt für ihre Rollen als Jenny Wilder in der Erfolgsserie Little House on the Prairie von 1982 bis 1984 und als Chris Witherspoon in der Fernsehserie Our House von 1986 bis 1988. Runde Klammer Punkt. Bedeutende internationale Bekanntheit erlangte Doherty durch ihre Rollen als Brenda Walsh in der Erfolgsserie Beverly Hills 90210 von 1990 bis 1994 und Prue Halliwell in der Fantasy-Serie Charmed von 1998 bis 2001. Sie trat auch in vielen Filmen auf, darunter Schoolgirls 1985, Fatal Games 1989, Les Glandeurs 1995, Le Combat Finale 2016, Undateable John 2017 und Fortress 2021, Hot Seat 2022 und Human Shadow 2024. Der Tod von Shannon Doherty hinterließ bei Fans und Kollegen tiefes Bedauern. Sie war eine starke Frau, die ihrer Krankheit mit Belastbarkeit und Mut entgegentrat und sie bekämpfte. Ihre Beerdigung ist für alle eine Gelegenheit, sich an ihre großartigen Beiträge zur Kino- und Fernsehkunst zu erinnern und sie zu würdigen. In ihrer mehr als 4 Jahrzehnte dauernden Karriere hinterließ Shannon Doherty nicht nur mit hervorragenden Rollen ihre Spuren, sondern wurde auch für ihren widerstandsfähigen Geist und ihren Beitrag zur Gemeinschaft bewundert. Sie hat öffentlich über ihren Kampf gegen Krebs berichtet und damit vielen Menschen, die mit der Krankheit zu kämpfen haben, Inspiration gegeben und ihnen Hoffnung gegeben. Shannons Beerdigung fand privat in Malibu statt, wo Familie und enge Freunde kamen, um ihr ein letztes Mal Lebewohl zu sagen. Kollegen aus der Unterhaltungsindustrie und Fans auf der ganzen Welt drückten ihr Beileid aus und erinnerten über soziale Netzwerke an sie. Diejenigen, die mit ihr zusammengearbeitet haben, loben immer wieder Doherty's Talent und Mitgefühl. Zusätzlich zu ihren Erfolgen auf der Leinwand engagiert sich Shannon Doherty auch aktiv für Wohltätigkeits- und Tierschutzaktivitäten. Sie nutzte ihre Stimme, um auf soziale Probleme und Krankheiten aufmerksam zu machen und wurde zum Symbol für Stärke und Widerstandsfähigkeit. Shannon Doherty ist verstorben, aber das Erbe, das sie hinterlassen hat, wird für immer in den Herzen der Fans und Kunstliebhaber weiterleben. Ihre Rollen, von Jenny Wilder über Chris Witherspoon und Brenda Walsh bis hin zu Prue Halliwell, werden immer ein unvergesslicher Teil der Fernseh- und Filmgeschichte sein. Auch in der kommenden Zeit werden Fans und diejenigen, die Shannon lieben, weiterhin an sie denken und sie durch besondere Aktivitäten und Veranstaltungen ehren. Sie hat einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen der Fans hinterlassen und wird immer als leuchtender Star der Unterhaltungsindustrie in Erinnerung bleiben. Der Tod von Shannon Doherty hat auch viele Diskussionen über Krebs und die Bedeutung der Früherkennung und rechtzeitigen Behandlung ausgelöst. Während des Kampfes gegen die Krankheit berichtete sie ständig über die Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert war, um die Öffentlichkeit für diese Krankheit zu sensibilisieren. Fans und Freunde haben viele Ehrungen und Spendenaktionen organisiert,
um die Krebsforschung zu unterstützen und damit den Geist fortzuführen, den Shannon Doherty immer verfolgt hat. Zu Ehren ihres Lebens und Wirkens werden Filmvorführungen und Sonderveranstaltungen abgehalten, die denjenigen, die mit der Krankheit zu kämpfen haben, Inspiration und Hoffnung bringen. Shannons Familie drückte auch ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber ihren Fans und Freunden aus, die sie immer unterstützt und geliebt haben. Sie möchten, dass die Menschen weiterhin wohltätige Zwecke unterstützen und das Bewusstsein für Krebs schärfen, so wie Shannon es sich gewünscht hatte. Obwohl Shannon Doherty uns verlassen hat, werden ihre Beiträge zur Kunst und zur Gemeinschaft niemals verblassen. Ihre Karriere und ihr Leben zeugen von ihrem Mut und ihrem widerstandsfähigen Geist und werden zu einer Inspiration für viele zukünftige Generationen. Der leuchtende Stern auf der Leinwand ist verstorben, aber das Licht, das sie brachte, wird für immer in den Herzen derer leuchten, die sie liebten. Shannon Doherty wird mit ihren unvergesslichen Rollen und ihrem unbeugsamen Geist immer für immer in den Herzen ihrer Fans und derjenigen, die sie kannten und lieben, weiterleben. Die Beerdigung von Shannon Doherty fand in einer feierlichen und emotionalen Atmosphäre im Beisein von Familie, engen Freunden und Kollegen statt, die mit ihr zusammengearbeitet hatten. Viele Menschen haben wertvolle Erinnerungen und berührende Geschichten über sie geteilt und so ein umfassendes Bild einer talentierten und mitfühlenden Person geschaffen. Viele berühmte Stars haben Shannon Tribut gezollt. Jenny Garth, ihre Co-Starin aus Beverly Hills 90210, schrieb, Shannon war nicht nur eine großartige Co-Starin, sondern auch eine um zum Beispiel den Bereich Naturwissenschaften weiterzuentwickeln oder um ihre mathematische Entwicklung weiter zu fördern, dann finden wir ganz viele Fachkräfte, die uns sagen, ich tue am besten gar nichts, denn sonst würde ich das kindliche Spiel stören. Und deshalb ist dieses Ergebnis unserer Meta-Analyse durchaus recht wichtig. Wenn man in die Strukturen hineinschaut, und deshalb ist es auch sehr schön, dass Sie hier sitzen, finden wir, dass der einzige Effekt, den wir hier nachweisen können an strukturellen Merkmalen, die sich tatsächlich auf kindliche Entwicklung ausschlägt, die Qualifikation der Fachkraft ist. Am Ende noch die Befunde zur Frage, ob jetzt bildungsbenachteiligte Kinder tatsächlich mehr von hoher Qualität profitieren. Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten und die Ergebnisse enttäuschen viele und viele wollen nicht an diese Ergebnisse glauben. Sie sind aber leider so, wie sie sind. Wir wissen zwar, dass qualitativ hochwertige Interventionsprogramme große Effekte auf bildungsbenachteiligte Kinder haben. Das Problem an den Studien, die das untersucht haben, ist, dass nur bildungsbenachteiligte Kinder und Familien an diesen Interventionen teilnehmen. Das heißt, wir können am Ende nicht sagen, ob weniger benachteiligte Kinder nicht in ähnlicher Weise oder vielleicht noch mehr von diesem Programm profitiert hätten. Was wir entgegengesetzt finden, sind Hinweise für sogenannte Matthäus-Effekte. Das heißt, es finden wir sowohl für die sprachliche als auch für die mathematische Entwicklung dahingehend, dass die Kinder, die zu Hause sehr wenig familiale Anregung bekommen, dass die nicht die Voraussetzungen haben, um dann von einer hohen Prozessqualität in den Kindertageseinrichtungen wirklich zu profitieren. Wir finden sogenannte Austauscheffekte bei den Kindern, die zu Hause moderate Anregung bekommen, die profitieren dann sehr stark davon, wenn sie dann eine Kita mit hoher Qualität haben. Wir schließen aber aus den Befunden bisher, dass letztlich eine moderate Anregung zu Hause Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder dann in der Kita auch von qualitativ hohen pädagogischen Prozessen profitieren können. Das heißt, ich würde hier an dieser Stelle so schließen, dass von hoher pädagogischer Prozessqualität letztlich
alle Kinder bestenfalls profitieren, aber die Bildungsbenachteiligten nicht in besonderem Maße. Zumindest spricht der Forschungsstand bisher nicht dafür. Was sind die Herausforderungen? Zum einen muss man sagen, das System befindet sich im Moment in einer extrem angespannten Situation.